Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde. Heute wollen wir uns mal ranmachen, hier neue Verbindungen zu schaffen, was ich jetzt schon Ewigkeiten rede. Und zwar unter anderem von Valmo nach Reichenschwand. Ja, gucken wir mal, ob wir hier was schaffen können. Nach Reichenschwand. Gehen wir da hinten weg oder gucken erstmal hier. Vielleicht machen wir einen zweiten Bahnhof sogar. Wäre ja schön. Da siedelt die sich nämlich auch mal hier hinten an. Das können wir ja machen. Müssen wir natürlich erstmal gucken. Hier müssen wir gucken, wo hier grün ist. Hier ist nämlich eher Industrie in der Richtung. Da können wir den Bahnhof hier hinten hinsetzen. So hier hin. Eventuell. Aber da der Bus hier lang fährt, wird er auch dann ein paar Gebiete dann machen. Also ich setze jetzt hier mal einen Bahnhof hin. Wir haben neue Bahnhöfe. Kopfbahnhof hatte ich mir so vorgestellt. Und zwar hier, den Tasten war das. So, Oberleitung, brauchen wir die? Machen wir einfach mal mit, oder? Machen wir mal einfach mal mit. So. Tun wir den hier. Ach nee, das geht ja nicht mehr. Habe ich schon wieder vergessen, dass das nicht geht. So, Oberleitung machen wir auf Ja. Hola. Nee. Durchziehen, ja, genau. Zack. Jetzt gehen wir hier so runter. Leichter Abhang. Muss man ja mitziehen hier. Mitziehen. Leicht nach unten. Macht das mal Sinn, dass wir hier auf den Höhenlinien gehen. So, wie kommen wir denn hier am besten rein? Hier ist der Bahnhof. Der müsste erstmal hier aufrüsten auf zwei Gleise. Anwenden. Jetzt steht da erstmal nichts mehr an. Schön. Machen wir erstmal den da. Jetzt machen wir den da. So großer Bogen wie möglich. 80 reicht da aus. Genau, dann können wir das hier verbinden miteinander. Zack. Super. Haben wir das schon mal. Da können wir auch hier gleich das zweite Gleis ranhängen. Und hier ein zweites Gleis hinpacken. So ist der Plan. So. Das hier lang und hier so lang und hier so lang, bis wir dort hinten angekommen sind. Ich wusste, dass das nicht funktioniert. Zack, machen wir es einfach so.
Setzen wir hier noch elektrisches Signal gleich mal hin, dass der hier wartet. Landstreckensignale nicht zu vergessen. Ja, auch noch. Zack, zack. Genauso wie hier. Zack. Und hier. Zack, zack. Und hier dann im Endeffekt den Wartenden hinzusetzen. Genau, jetzt fehlt noch das Depot. Das Depot, wo stellen wir das Depot hin? Ah ja, Bahnhof endet ja so ziemlich da. Da können wir das Depot sagen, das kommt hier so hin. Na, mal nicht so sehr an die Häuser ran. Ah, guck mal, hier passt das gerade dazwischen. Ne, passt nicht. Schade. Du musst hier so davor setzen. Und da sagt man. Das würde funktionieren. Ist ja krass. Ist gut. Das würde funktionieren. So, sollen wir gleich mal hier noch einen Tunnel machen. Genau. Und für den dritten hier im Bunde, den ich dann hier ablasse. Hoppla. Der geht hier raus. Klappt das? Das klappt, glaube ich, auch noch ein bisschen enger gezogen. So klappt's. Super. Noch ein bisschen enger gezogen hat es dann geklappt. Schaut dann im Endeffekt so aus. Und geht dann hier so drauf. Jetzt hat's geklappt. Irgendwann mal auch so. Dann müssen wir hier noch ein Signal setzen. Eventuell da. Genau. Eventuell da. Beziehungsweise hier, denn der aus dem Depot kommt, hat immer Vorfahrt. Genau. Und der Tunnel, da überlege ich mir noch was. Weil der hat ja eigentlich ein Depot hier. Eigentlich. Eigentlich hat er eins. Okay. Ich würde sagen, wir erstellen mal eine Linie. Neue Linie, da war's. Von hier nach da. Und nennen diese Zug. Nee, nicht inventieren. Zug irgendwas. Zug 32. Zug 32 von Valmo nach O. Minus Reichen. O. Reichen, genau. Reicht. Das reicht. So.
Wie haben wir die denn hier genommen? Reichen S. Reichen S. Machen wir es auch Reichen S, oder? Aber O-Punkt-Reichen klingt eigentlich besser. Ja, eigentlich schon. Damit verabschiede ich mich erstmal. Die Züge kaufen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.